So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Dienstag, den 4. Januar 2022. Gemeinsam mit Markets wollen wir uns wieder einen Blick auf die Märkte gönnen und natürlich einen Blick werfen auf die gestern bereits lang und breit diskutierte Aktie von Tesla. Heute werden wir es allerdings ein bisschen kürzer und knackiger halten an der Stelle. Das Feedback des Marktes war doch relativ deutlich auf die News, wie erwartet. Man konnte es schon in der Vorbörse ja sehen mit dem Gap Up, dass dann gestern allerdings dieser monströse Drive in Richtung 1200 Dollar stattfindet. Wir in der Nacht sogar oberhalb von 1200 Dollar, nur knapp unterhalb der Allzeithochs gehandelt worden sind. Ja, lässt darauf schließen, dass da doch einiges an auch potenziell institutioneller Nachfrage jetzt in den Markt gekommen ist. Neben alleine oder ergänzend zu dem auch Retail, der Retail-Nachfrage muss man auch an dieser Stelle ins Feld führen. Optionshandel hat einen Riesenhype gesehen, schon im Laufe des Jahres 2020, im Anschluss an Corona und dann eben an diese Stay-at-Home-Praktik, die sich dort etabliert hat und die Leute wussten nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Einige, viele, müsste man fast sagen, sind dann in Richtung Trading eben gegangen, haben eben zum Konton bei entsprechenden Brokern eröffnet. Allen voran an der Stelle Robinhood hatten wir jetzt ja auch den IPO dann. Und es waren allerdings weniger physische Aktien, die da im Mittelpunkt des Geschehens standen, sondern das waren dann wirklich Optionen. Ich habe zum Spaß damals einfach mal mir die Webseite angeguckt, beziehungsweise den Account-Opening-Prozess, um das einfach mal zu sehen, wie das in den USA läuft, weil die ja auch andere regulatorische Vorgaben dementsprechend haben. War faszinierend zu sehen. Das Erste, was dir da angeboten wird, ist tatsächlich ein Margin-Account mit entsprechendem Verweis, ganz explizit auch auf den Optionshandel. Deswegen relevant, weil in diesem Zusammenhang, das mit massiven Hebel ausgestattet ist und natürlich die jeweiligen Stillhalter bzw. die Verkäufer dieser Optionen natürlich dann entsprechende Hedges auf den Weg bringen müssen, um gesetzt dem Fall, dass diese Optionen ausgeübt werden und dass dann eben entsprechend die Lieferung gefordert wird, natürlich dann liefern müssen oder können müssen, besonders im Zusammenhang mit solchen Drives, die wir jetzt zu sehen bekommen haben. Lange Rede, kurzer Sinn, großes Volumen, was dort potenziell in den Markt kommt, auch Hedges, dann entsprechend sogenannte Gamma-Squeezes und des Weiteren, eben die dann diese Dynamik auf den Weg gebracht haben. Und ja, ist davon auszugehen, dass diese Dynamik auch potenziell anhält weiter. Wir wollen ein potenzielles Trading-Setup dort zum Thema machen. Sympathy Play, Tesla relativ schwer natürlich, fast 1200 Dollar die Aktie, bedeutet etwas anders. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Aktie, die dann vielleicht ein bisschen tradebarer ist, auch mit kleinerem Konto in Anführungsstrichen. Und in dem Zusammenhang werden wir einen Blick werfen, auch beispielsweise wieder auf NIO. NIO war jetzt gestern nicht so dynamisch unterwegs, wie Tesla es war, aber doch erstaunlich viel Volumen, was umgegangen ist. Auch da werfen wir einen Blick drauf. Wir blicken natürlich auf den DAX, der oberhalb von 16.000 hat schließen können. In diesem Zusammenhang dann diese Inflection, die ich gestern schon zum Thema gemacht habe, halten hat können. Und demnach eigentlich der nächste halt jetzt folgerichtig Allzeithochregion 16.300 Punkte eben tatsächlich ist. Bis jetzt fehlt noch so ein bisschen der Drive, aber was nicht ist, das kann da durchaus noch werden. Und ja, Gold, kurzen Flash gestern auf der Unterseite gesehen, die 8,30, 8,35 konnte nicht zurückerobert werden zunächst einmal. Da gibt es heute einige fundamentale Trigger, die im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Also heute ist immer der Kickoff der Makro, Earnings ist es nicht, makrofundamentalen des Kalenders, der dann Kickoff sieht mit den ISM-Zahlen um 16 Uhr und den Job-Openings. Und auch darauf werden wir natürlich einen Blick werfen. Die könnten nämlich dann durchaus auch für Gold interessant werden. Auch da ein Blick auf den Optionsmarkt vielleicht. Da hatte ich gestern nur einen Verweis gesehen. Ich habe das jetzt nicht gedoublecheckt, aber da werden wir auch einen Blick drauf werfen. Bevor wir offiziell starten, natürlich einmal hier der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einhergehen, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading kann für einen, kann gegen einen wirken. Vollständiger Risikohinweis, den findet ihr auf markets.com/de. Dort auch alle Informationen rund zu der Produktpalette, CFDs, FX-Produkte, auch physische Aktien, ETFs. Und könnt euch dort bereits einen Überblick verschaffen, ob dieses Produktportfolio euch zusagt, ausgehend von eurem persönlich zu bestimmenden Risikoprofil. Und dann über eine Demo versuchen, dort Fuß zu fassen im Trading. Also versuchen, Fuß zu fassen bedeutet an der Stelle, sich eine Demo runterladen, einfach schauen, ob das passt, risikofrei. Und dann sollte man für sich den Schluss fassen, ja, Trading, das passt für mich. Dann hat man dort die Möglichkeit, natürlich auch ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Fragen rund zu den Märkten gerne hier im Morning Meeting stellen, im Livestream, in der Chatbox, gerne unterhalb dieses Videos, falls euch jetzt die Aufzeichnung bei YouTube oder auch bei Twitch anschaut. Gerne mich auch via Twitter kontaktieren. Jens Klatt FX ist dort mein Kürzel. Was haben wir noch? E-Mail natürlich, jk-trading.com. Ganz wichtig vielleicht auch meine Webseite, jk-trading.com/forum. Da habt ihr jeden Tag eine Trading-Chatbox, wo ich zu den Märkten
mit anderen Tradern, mit mir aber selbstverständlich auch austauschen könnt, entsprechende Analysen findet, eben beispielsweise ganz explizit zum DAX. Discord-Community, da fokussiere ich mich persönlich immer hauptsächlich auf die US-Equity-Märkte. Auch dort stelle ich gleich noch einen Link ein, habt ihr die Möglichkeit, eben entsprechend euch auszutauschen, auch zu allen darüber hinausgehenden Märkten natürlich. Und ja, soweit zur Einführung. Hier switchen wir einmal in die Markets X Handelsplattform. Ich mache mal hier, zack. So, bereite das alles mal vor, will mal hier im Hintergrund ein bisschen aufräumen. So, und schau mal eben, ob hier alles gut gestreamt wird. Das sollte allerdings alles laufen. So, einmal hier nochmal die Seite updaten. Das ist schon mal sehr gut. Hier kommt alles an. Da sollte das tatsächlich auch bei Twitch alles ankommen. Stichwort Twitch. Auch dazu stelle ich hier nochmal ganz kurz den Link ein. So, also sollte es hier irgendwelche Schwierigkeiten geben, dann... Also bei YouTube ganz besonders. Dann habt ihr die Möglichkeit, auf Twitch zu wechseln. Da wird alles genau so gestreamt, wie auch hier auf YouTube. Bis jetzt immer einigermaßen stabil geblieben, aber nichtsdestotrotz, in Anführungsstrichen, was nicht ist, kann ja noch werden. Ganz kurz, jetzt fällt mir noch was ein. Hier blicken wir gleich drauf. Das ist mein Gameplan gestern zu Tesla gewesen, der sich hat recht schön dann so dargestellt. Ich muss allerdings sagen, ich habe leider gestern einen Trade verpasst, den ich in NIO machen wollte, parallel. So. Zack. Weil mir das nicht so geheuer war, jedenfalls initial. Also Tesla Stärke einerseits ja, aber nichtsdestotrotz sind wir dann noch ein bisschen sehr arg heiß gelaufen und die relative Schwäche von NIO zu Opening, die hat mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen zurückhalten lassen, weil ich mir dachte, sollten wir jetzt früher oder später diesen sogenannten Pull in Tesla zu sehen bekommen, dann wäre an der Stelle eventuell besonders in NIO und doch recht deutlicher Druck an der oder Rutsch unter die 32er-Region, gegen die ich dort mich eigentlich long positionieren wollte, zu erwarten. Wir haben diesen Spike in die 32 wirklich fast punktgenau zu sehen bekommen in NIO, wenn wir gleich einen Blick drauf werfen. Und wir sind dann von dort wieder aufgedreht. Wir haben jetzt zwar nicht diesen starken Drive gesehen wie in Tesla in der NIO, aber nichtsdestotrotz haben wir deutlich oberhalb von 33 schließen können. Könnte für heute ganz interessant werden, dass die 33 dann im Mittelpunkt des Geschehens rückt. Besonders auch, weil sich jetzt in der Vorbörse in Tesla so ein bisschen so ein Abkühlen abzeichnet. Aber nochmal, alles der Reihe nach, da blicken wir gleich drauf. Wir wollen zunächst einen Blick werfen hier einmal auf den DAX und die bis dato jedenfalls recht unspektakuläre Vorstellung, die wir hier zu sehen bekommen. Nicht, dass sich das groß irgendwie unterscheidet von dem, was wir seit gestern Nachmittag zu sehen bekommen. Wir haben gestern sehr stark eröffnet, sind über 16.000 Punkte gelaufen und haben dann über den US-Handel allerdings nicht weiteres Momentum aufgenommen, haben oder sind gegen den Bereich, um den wir uns jetzt stabilisieren, 16.050, 16.070 Punkte, so ein bisschen ausgetoppt und pendeln jetzt. Hier an der Stelle, man kann es auch erkennen, um den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, warten also im übertragenen Sinne auf Impulse. Ausgehend vom übergeordneten Bild denke ich, dass wenn ein Impuls erfolgt, dass dieser eher auf der Oberseite erfolgen dürfte, wie gesagt, und dann hier durch das Halten der 16.000er Region, die ich hier mal in Blau eingefangen habe, das ist diese Inflection, dass wir oberhalb dieser eher auf H1, also auf der Stundenbasis hier, damit rechnen sollten, dass wir eine Attacke auf die Allzeithochs auf der Oberseite eben zu sehen bekommen. Sollten wir wieder erwarten, möchte ich fast schon sagen, unter 16.000 Punkte droppen und unter auch dieses Level zu uns dann stabilisieren, dann wäre denkbar, dass wir nochmal in Richtung der gestrigen, ich nenne sie mal bullischen Ausgangsniveaus verkauft werden. So kann man das vielleicht ganz gut zusammenfassen. Ausgangsniveaus, wir starten die Woche ja um 15.900 Punkte, also oberhalb wenigstens von 15.8, aber dann wäre denkbar bei einem Drop unter die 16.000, dass wir den gestrigen bullischen Opening Drive, den wir hier im DAX zu sehen bekommen haben, komplett korrigieren, eventuell dann sogar in Richtung nochmal der 15.800er Region laufen und da dann so ein bisschen die Frage ist, ob wir diesen Bereich in der Lage sind zu halten. Aber nochmal, solange wir uns oberhalb von 16 halten können, ist das übergeordnete Bild weiter ganz klar bullisch und wir sollten eher damit rechnen, dass es im DAX eher früher als später auch in Richtung eben der Allzeithochs um 16.300 Punkte aufgeht oder wir uns aufmachen. Bevor wir uns allerdings long positionieren, möchte ich jetzt im DAX zunächst einmal Intraday, die Markierung neuer Intraday hoch sehen. Also das heißt, ich würde jetzt hier gerne einen Bruch aus der Open Range über 16.100 sehen, einen Halten oberhalb und dann würde ich entsprechend eben ausgehend von einer zum Beispiel engen Konsolidierung, die wir oberhalb hier der 16.1 zu sehen bekommen oder bei einem Rücksetzer, dann nochmal gegen den Kassa Open vielleicht 16,85, 16,90 ungefähr, würde mich long positionieren wollen. Also ich zeichne das mal ganz kurz ein. Das ist vielleicht am besten. Einen Moment. So. Also aktuell keine Position. Sollten wir, schwarzer Stift, sehr gut, sollten wir also hier einen Push zu sehen bekommen, enge Konsolidierung,
oberhalb von 16,1, dann werde ich ausgehend von dieser Konsolidierung, würde ich mich für so einen Breakout-Trade long positionieren, sobald wir diese Konsolidierung nach oben verlassen. Szenario 1 könnte man das nennen, oder ja, das ist das bullische Szenario in Anführungsstrichen. Das etwas weniger bullische Szenario wäre dieser Break aus der Open Range, Rücksetzer auf den Kasa Open. Hier, das ist diese türkisfarbene Linie, das ist wie gesagt so diese Region 16,085, 0,90 roundabout. So, und würde mich long gegen diesen Bereich positionieren, auch in der Erwartung, dass wir dann nochmal an uns aufmachen auf der Oberseite und wie gesagt die 16,3 anlaufen. Das wäre jetzt aktuell das abzuwartende Szenario, bevor ich mich in irgendeiner Form hier positionieren will, weil die derzeitige Price Action es einfach nicht hergibt. Also die zeigt derzeit eine, ja, wie soll man sagen, ein Verschnaufen, ja, so können wir es vielleicht mal zusammenfassen. Ein Verschnaufen hier nach dieser bullischen Jahreseröffnung, so kann man es am besten zusammenfassen. Hauptsächlich oder Haupttreiber dürfte für solch eine Bewegung vielleicht hier der S&P, der US-Markt sein, der die 4800er Marke hat zurückerobern können. Also das war gestern zwar nicht wirklich spektakulär, was wir hier zu sehen bekommen haben, aber auf diesen, man nennt diese Bewegung hier Rug-Pull. Also so könnte man das ganz gut zusammenfassen. Der ein oder andere, der hat das vielleicht schon mal in einem Tutorial von mir gesehen, wenn ich das im Hinblick auf Einzeltitel mache. Das ist im Zusammenhang mit dem S&P oder Indizes, beziehungsweise hier dann dem übergeordneten ETF auf den S&P 500, den Spider, SPY. Ist das äquivalent, dass wir, wie gesagt, so eine Rug-Pull-Bewegung zu sehen bekommen? Also, dass es so ein Flash-Out-Moment zur Eröffnung gibt, der dann, das müsste ich mal allerdings kaum gucken. Ja, sind die Tiefs gewesen, die wir hier am Silvestertag ausgebildet haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so als signifikant erachten würde. Wir machen mal ganz kurz Folgendes. Wir gucken mal kurz, wie sich gestern das in der Vorbörse dargestellt hat. Mal gucken. Ja. Also, das ist jetzt hier der Spider, das ist der ETF auf den S&P 500. Und also, was man häufig sehen kann, zum Beispiel bei NIO hat man das gestern recht gut erkennen können, dass man in der Vorbörse, und deswegen macht es durchaus Sinn, sich diese Zahlen auch oder diese Daten einblenden zu lassen. Ja, also das ist immer etwas, was ich empfehlen würde, wenn man Equities tradet, an der Stelle, wenn man sich plant, wenn man Aktienhandel plant umzusetzen, dann ist der Handel via eines CFDs erstmal auch für einen, in Anführungsstrichen, kleinen Geldbeutel, so will ich es mal bezeichnen, wenn man nicht physisch dann die Aktie, sondern mit Hebel arbeiten möchte, ist das auf jeden Fall erstrebenswert, beziehungsweise umzusetzen. Nichtsdestotrotz würde ich mir über eine externe Plattform wie zum Beispiel TradingView an der Stelle dann auch nochmal entsprechende Daten besorgen, die mir anzeigen, hier nicht nur wie das reale Volumen am Handelsplatz während der offiziellen Handelssitzung, also das Kassahandel stattfindet zwischen 15:30 Uhr bis 22 Uhr, sondern ich würde mir dann auch anschauen wollen, wie wir uns in der Vorbörse eben präsentieren, weil sich daraus manchmal sehr, sehr interessante Abläufe abzeichnen lassen, beziehungsweise relevante Kurslevel eben identifizieren lassen. Und jetzt, ich habe gestern tatsächlich hier in diesem Zusammenhang, wie gesagt, eigentlich war das ein ziemlich sauberes Szenario. Ich hatte das ausgehend hiervon nämlich formuliert gehabt. Ich will mal kurz gucken, ob ich das Level hier zum Thema gemacht habe. Ja, habe ich. Und zwar hier. Das war dieses sogenannte Sympathy Play. Wie gesagt, wir gehen gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe, warum ich mich dagegen entschieden habe, diesen Trade zu machen. Fakt ist aber auf jeden Fall, ich hatte hier die 32 zum Thema gemacht. Und wenn man sich das so durchliest, also wenn man sich diese Gameplans, also diesen Idee, diesen Ablaufplan dann so anschaut, dann wird man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle fragen, wie komme ich auf diese Level? Also das heißt, wo kommen die her? Die zauber ich nicht einfach aus dem Hut, sondern die lese ich ab anhand dessen, was wir in der Vorbörse zu sehen bekommen. Und gestern, da sieht man, das ist noch der vorbörsliche Handel, kann man eben hier erkennen, diese Region hier um die 32, also diesen Bereich, das ist der Bereich um die sogenannten vorbörslichen Tiefs. Also das heißt, ab 10 Uhr jetzt bereits fängt der vorbörsliche Handel an, signifikant, volumentechnisch relevant wird es dann erst ab 14 Uhr, wenn der institutionelle Handel reinkommt. Aber nichtsdestotrotz, man kann hier sehr deutlich erkennen, dass die 32er Region, also leicht oberhalb, aber wir runden das dann auf. Das ist dann diese klassische menschliche Komponente an dieser Stelle, eben mit runden Leveln zu arbeiten. Man sieht sehr oft, jetzt kommen wir zum trading-technischen Aspekt, man sieht sehr oft, dass diese Level nochmal angelaufen werden aus der Vorbörse und dass die so kurz unterflasht werden, also dass da mal kurz so ein Spike drunter kommt und dann sich daraus dann Rückschluss darauf ziehen lässt, ob das nur so ein kurzer Flashout war, so ein sogenannter Rug-Pull, also Gewinnmitnahmen, die uns dann kurzzeitig unter diese Niveaus führen.
die wir kurz rausnehmen, und dann sehen wir den Quick Rebuild. Also das heißt, wir werden sofort zurückgekauft über dieses Niveau, was dann ein Indiz dafür liefern könnte, dass es eben nochmal zu einem Rücklauf mindestens in Richtung der sogenannten Inflection kommt. Das war dann hier die 33 für den gestrigen Tag, vielleicht sogar nochmal in Richtung der Hochs. Und dieses Phänomen, das kann man sehr oft im Equity-Bereich sehen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das funktioniert nicht immer, jedes Mal, aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall als erste Orientierung, als ersten Bereich, den man anvisieren sollte, ist das durchaus von Interesse und sollte man berücksichtigen. Und das ist eben etwas, das siehst du nicht nur in Einzeltitel, sondern eben dann auch in ETFs, die den großen breiten Markt abbilden, in dem Fall den Spider. Jetzt war das allerdings gestern hier weniger die vorbörslichen Tiefs an der Stelle, als eher ein Unterschreiten nochmal oder eine Attacke auf diese vorbörslichen Tiefs, die hier am 31. stattgefunden haben, beziehungsweise die Tagestiefs zum letzten Handelstag des Jahres im S&P, denn anders als zum Beispiel im DAX war tatsächlich am 31. in den Silvesterabend hinein war der US-Markt tatsächlich geöffnet. Aber kriegt man eine Idee davon, wieso ich dann in dem Zusammenhang zum Beispiel bei NIO von der 32 spreche, beziehungsweise hier im Falle eben vom SPY. Aber warum wir auf diesen kurzen Rug-Pull und dem Halten aber dann oberhalb dieses Niveaus dann eher die Long-Seite haben favorisieren können. Da kommen wir nämlich jetzt zum breiten Markt. Das ist ja jetzt hier der S&P 500, der CFD, auf den E-Mini-Future. Man erkennt an der Stelle, wir gucken uns hier den ETF an. Den schaue ich mir deswegen an, weil ich hier real unterlegtes Volumen habe, weil das einer der meist aktiv gehandelten ETFs rund um den Globus ist. Und ich hier eine sehr, sehr gute Informationsquelle einfach auch habe, wie sich potenziell Portfolio-Manager innerhalb ihres Portfolios eben positionieren, beziehungsweise den übergeordneten Markt eben offensichtlich einschätzen. Das Gleiche lässt sich allerdings auch mit einem Faktor von 10 ist es an der Stelle. Man wird feststellen hier, wenn wir dabei 4.800 jetzt aktuell sprechen, sprechen wir beim Spider von 480, also rund etwa 480 Punkte, bei dem wir uns hier bewegen. Im Falle des Futures liegen nochmal 2 Punkte eher oben drauf, weil es nicht die Kasse ist, sondern der Future und infolgedessen eben der sogenannte Contango da nochmal zum Tragen kommt. Aber lassen wir das gut sein. Lassen wir es nicht zu detailliert werden. Also Fakt ist auf jeden Fall, wir sahen hier gestern in dieser Eröffnung diesen Rug-Pull eben in diese Tiefs von Silvester, okay, so fassen wir es mal zusammen, konnten diesen Bereich dann um 4,760 war es ungefähr halten. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht auch daran, ich hatte diese Region tatsächlich nicht nur aus diesem Grund hier zum Thema gemacht, sondern weil es eben auch der Bereich ist hier um die Hochs, die im Anschluss an die FED Mitte Dezember eben sich herauskristallisiert hatten, da hatten wir die 4,57 zum Thema gemacht. 4,57, 4,67. Und ich hatte in dem Zusammenhang gesagt, wenn wir den Bereich halten können, auf Schlusskursbasis, ist das eigentlich ein bullisches Signal, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir früher als später neue Allzeithochs markieren, beziehungsweise darüber hinausgehend dann uns eventuell in Richtung der 5000er-Region aufmachen. So sieht es derzeit eben tatsächlich aus. Also wir eröffnen im Bereich hier dieser dann in dem Fall Allzeithochs und Jahreshochs aus 2021 und sollten wir uns oberhalb halten können, ist weiteres bullisches Momentum eben zu erwarten, welches dann auch der Wegbereiter für weitere bullische Action folglich im DAX eben wäre. Um da den Kreis zu schließen, wieso wir jetzt da den S&P uns anschauen. Aber bevor wir hier nicht seitens der US-Märkte einen entsprechenden Impuls geliefert bekommen, sollten wir auch im Zusammenhang mit dem DAX eben die Volatilität nicht zwangsläufig in den Himmel wachsen sehen. Also das heißt, da müssen wir wahrscheinlich uns das noch dahingehend gedulden, dass wir erst gegen 15.30 Uhr dann entsprechende Impulse geliefert bekommen. So, das also zum Equities-Bereich. Wie gesagt, Vorteil eher auf der Long-Seite. Was wir im Zusammenhang mit dem DAX sehen wollen, das hatte ich hier skizziert gehabt, ist eben ein Bruch über die 16.1, Konsolidierung oberhalb, beziehungsweise Bruch oberhalb, Retest nochmal vielleicht des Kassa-Opens, der aber gehalten werden kann und dann jeweils eben die Long-Seite, die wir favorisieren, getragen durch entsprechende bullische Action, die wir seitens der US-Märkte und dann an der Stelle seitens des S&Ps eben erwarten dürfen. So, bevor wir zu Gold kommen und zu den makroökonomischen Events, die heute anstehen, um 16 Uhr dann, werfen einen Blick ganz kurz einmal auf Tesla, beziehungsweise dann auch nochmal auf NIO. Erstmal ausgehend von der gestrigen Price Action, beziehungsweise werfen einen Blick an der Stelle natürlich auch auf das, was wir für den heutigen Tag eventuell hier erwarten dürfen. Da ergibt sich nämlich auch aus rein technischer Perspektive durch diesen unfassbar starken Schluss, den wir gestern zu sehen bekommen haben, sogenanntes Second Day Play. Wir machen gar nicht das große Fass von gestern auf. Also für Details rund um eben den Grund für dieses Gap höher, schaut einfach nochmal euch das gestrige Morning Meeting an, beziehungsweise schaut einfach nochmal hier in der Discord-Community
Einmal auf die Zusammenfassung, was, was hier der Grund war. Wir hatten es zum Thema gemacht gehabt, Delivery Numbers, die weit über der Erwartung gelegen haben. Infolgedessen, bereits in der Vorbörse hatte sich ein Gap von rund 7% eben herauskristallisiert, über 1100 US-Dollar. Und ja, dann haben sich in der Vorbörse entsprechende charttechnisch relevante Level ebenfalls herauskristallisiert, die ja auch dann für den weiteren Handelsverlauf eben begonnen haben, eine Rolle zu spielen. Die sieht man hier nicht. Hier sieht man zwar das Gap, aber hier sieht man nicht, wie ich zum Beispiel auf die 1140 kam, die ich hier thematisiert hatte. Ich hatte dort geschrieben gehabt, sollten wir einen starken Opening Drive über 1140 zu sehen bekommen und dass dieses Level gehalten wird, ist zunächst ein Lauf bis 1160, eventuell 170 denkbar und dann ein Flush zur Eröffnung. Das wäre das zweite Szenario gewesen, welches wir tatsächlich bei NIO gesehen haben, was wie gesagt zu dieser Diskrepanz geführt hat, das mich dann dazu geführt hat, dass ich sagte, ich nehme mal hier lieber die Geldseite raus, beziehungsweise meine Limit Buy Order, die ich da reingelegt hatte auf die 32. Ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht ein bisschen aggressiver nach unten rausflaschen. Auch NIO hat gestern übrigens starke Delivery Numbers gehabt von 16.000. Also grundsätzlich war beziehungsweise ist und bleibt der sogenannte Electric Vehicle Bereich. Also alles, was mit Elektromobilität hat, aktuell definitiv heiß. Das wird auch heute der Fall sein. Mal schauen, ob wir eine ähnliche Dynamik zu sehen bekommen, wie wir sie gestern in Tesla zu sehen bekommen. Überraschend wäre es allerdings nicht. Das muss ich ganz ehrlich schon mal jetzt vorab sagen. Also zunächst einmal der Blick auf die 1140, wie ich auf dieses Level gekommen bin. Da sieht man es wieder. Hier ist das Gap Up. Wir sehen dann entsprechend ein Top-out in Anführungsstrichen, beziehungsweise eigentlich schon in den Minuten kurz vor der Markteröffnung, dann Kasseröffnung um 15:30 Uhr. Hier hatte sich die 1140 herauskristallisiert und wir konnten diesen Bereich eben entsprechend schon halten und sahen dann, ich will es mal ganz kurz hier auf der Minute vielleicht sogar zeigen, dann kann man es noch ein bisschen besser erkennen. Und sahen dann, dass wir oberhalb von 1140 eröffnet hatten. Wie gesagt, hatte ich daraus davon abhängig gemacht, beziehungsweise deswegen als relevant erachtet, weil wir hier gegen also halb eins ungefähr. Das war zwar ein sehr dünnes Umfeld, aber nichtsdestotrotz hatte ich da so eine potenzielle, so ein Level, welches wahrscheinlich nicht nur bei mir herausragt, sondern was eben dann auch ein vorbörsliches Hoch ist, was auch bei anderen Marktteilnehmern, die sich die Vorbörse anschauen, eben eine Rolle spielt. Und dann sehen wir eben hier zur Eröffnung nach diesem Opening oberhalb von 1140 um 1150 einen kurzen Flush. Und wir sehen allerdings recht zügig eigentlich innerhalb kürzester Zeit, also kürzester Zeit bedeutet wirklich im Sekundentakt oder sekündlich, haben wir hier einen kurzen Flash gesehen und sofort ein Rebit über 1140. Und das war genau dieses Szenario, was ich hier skizziert hatte. Wenn wir diesen Bereich halten können, dann ist eigentlich damit zu rechnen, dass wir eher weitere Bullishness erwarten sollten. Also das heißt, dass wir hier vielleicht den Tag sogar stark trendend eben mit einem auch Close im Bereich dann der Tageshoch, so wie es schlussendlich gekommen ist, dass die Wahrscheinlichkeit dafür relativ hoch war. Und also wir konnten dann eben hier diesen kurzen Spike in die 1,40, die vorbörslichen Hochs oder beziehungsweise die Hochs, die wir dort hier ausgebildet hatten, das waren nicht die vorbörslichen Hochs, die lagen hier um 1,155 ungefähr, die konnten wir halten, wir konnten VWAP halten, den volumengewichteten Durchschnittspreis, und sahen dann eben diesen Drive gleich in Richtung der 1160, 170. Hier nach, das ist alles gelaufen innerhalb der ersten 20 Handelsminuten. Also das war eine ziemlich dynamische und sehr, sehr volatile Markteröffnung, wie man hier relativ gut erkennen kann. Und dann gab es einen kurzen Flush und dieser Flush hier, der auf der Unterseite stattgefunden ist, der ist korrespondiert mit einem zeitgleichen Einknicken des übergeordneten Marktes. Also wir müssen immer auch dann uns anschauen, in was für einem Umfeld bewegen wir uns hier eigentlich an dieser Stelle? Also hier konnte man das sehen, das ist 15:45. Das war dieser Rug-Pull-Moment. Das kam nicht gleich zum Opening, sondern das hat ein bisschen zeitlich verzögert sich dargestellt. Aber er kam dann, also es war relativ aggressiv, ehrlich gesagt. Das waren innerhalb kürzester Zeit fast 30 Punkte oder fast 1%, die der breite Markt sich hier schwach präsentiert hat. Aus welchen Gründen auch immer. Also wie gesagt, zum Jahresbeginn war das, oder ist das jetzt schwierig ausmachbar, was da der Trigger war. Aber auch diesem Abwärtsdruck, diesem Abgabedruck konnte sich Tesla eben hier nicht entziehen. Wir haben dann eben diesen kurzen Flush auf der Unterseite gesehen, aber auch hier, und da haben wir dann, das ist das, was ich gestern mit dieser relativen Stärke meinte, die sich einfach bei Tesla widerspiegelt. Also Tesla ist ein High-Beta-Stock. Tesla wird von anziehender Volatilität, besonders vor dem Hintergrund dieses fast vertikalen Kursanstiegs, den wir jetzt auch sehen, gefühlt eher stärker betroffen sein, also eher dann nochmal schärfere Rücksetzer eben tatsächlich sehen, sich weiter extrem volatil darstellen, aber unterm Strich bleibt, dass die relative Stärke durch das global oder das fundamentale Bild, welches eben sich dann aus den Zahlen, den Delivery Numbers und dergleichen eben widerspiegelt, spiegeln, der Guidance für das kommende Jahr und so weiter, dass das eher dafür spricht, dass sollte es ein Einknicken geben,
auch Tesla sich dem nicht entziehen wird können, aber weniger scharf einknicken wird in Relation zum übergeordneten Markt oder relativ schwachen Titeln. Und das war etwas, das hast du dann relativ zügig eben hier gesehen. Also, wenn du jetzt den breiten Markt als Maßgabe nimmst, du siehst ein Opening Drive Verhalten und dann siehst du diesen kurzen Rug-Pull-Moment und den deutlichen Drop unter den VWAP. Im Falle von Tesla war es so, du hast den Opening Drive gleich in Richtung meiner thematisierten R3-Region sogar. Also ich staffel das ja immer, dann sage ich R1, R2, R3 an dieser Stelle. Wir sehen also gleich das Ablaufen dieser Kursziele auf der Oberseite. Dann ein starker Einknicken nochmal in Richtung der 1140, die aber gehalten werden kann. Und wir werden dann innerhalb von 3, 4, 5 Minuten sofort zurück über VWAP gekauft und können den auch halten, also auch den Folgeminuten. Das hat sich dann herauskristallisiert. Also innerhalb der ersten Handelsstunde, trotz dieser hochvolatilen Eröffnung, war ganz klar zu sehen, dass massiv Nachfrage hier gegeben war, die auch oberhalb uns des VWAPs eben lässt konsolidieren. Und jetzt fangen wir an, so ein bisschen zu puzzeln, beziehungsweise das nochmal einzuordnen, was ich gestern sagte, im Hinblick auf diesen Chasing, dieses Chasing-Moment. Also Portfolio-Manager, die jetzt ihre Hände auf Tesla-Aktien bekommen müssen. Ich hatte mal ein Tutorial gemacht gehabt zum volumengewichteten Durchschnittspreis. Und ich hatte dazu auch einen Blogartikel. Ich stelle mir mal ein, ich müsste ihn erstmal kurz raussuchen, aber ich stelle den dann ein. Dieses Tutorial, da hatte ich zum Thema gemacht, wie jetzt zum Beispiel Portfolio Manager oder beziehungsweise Execution Only Trader waren es dann hauptsächlich, wie die ihre Boni berechnet sehen. Ich meine, jetzt zum Jahresbeginn spielt das erstmal keine Rolle, aber nichtsdestotrotz ist das so, dass die Performance, die sie jetzt in einer derart heißen Aktie wie Tesla sie einfach mal derzeit darstellt, die wird gemessen, die Performance ihres Tradings in Relation wie ihre Ausführung in Relation zum Markt war. Also das heißt, ich schaue mir dann den durchschnittlichen Preis an, den der Markt bezahlt hat. Das wäre an der Stelle eben hier die 1148 ungefähr gewesen. Und dann sehen wir, dass wir uns kontinuierlich oberhalb eben der 1148 eben hier positionieren. Jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Jetzt haben wir den Portfolio-Manager, der sagt, pass mal auf, ich brauche so und so viele Tesla. Der ruft seinen Prime-Broker an oder seinen Investment-Banker und sagt, pass mal auf, wir brauchen für unser Portfolio so und so viele Aktien. Also, oder beziehungsweise er ruft das seinem Team zu, seinem Trader, der dafür zuständig ist, wie auch immer. Also auf jeden Fall hat er dann hier die Aufgabe, jetzt Tesla zu kaufen. Und der kauft Tesla in Relation zum volumengewichteten Durchschnittspreis, also den Preis, den er hier durchschnittlich im Markt bezahlt sieht. Und jeder Kauf, den er auf den Weg bringt, durch das günstige fundamentale Umfeld und diesen starken Wachstumsausblick, den diese Delivery Numbers eben herausgeben, jeder Kauf, der unterhalb stattfindet, ist ein guter Kauf. Denn er kauft besser als der Markt hier an dieser Stelle. Nur, und das sehen wir dann, das hat sich schon nach rund einer Handelsstunde herausgestellt, also hier ist ungefähr 16:30 Uhr. Tesla hat nicht eine Sekunde dann mehr unterhalb von VWAP gehandelt, sondern driftete kontinuierlich aufwärts und dann kommt in den Abend hinein plötzlich Panik auf, in Anführungsstrichen. Jetzt hast du diesen Trader, der sitzt da und sagt, ey, ich soll so und so viele Tesla kaufen. Geh mal gar keine Zahl raus, aber es ist auf jeden Fall ein hohes Volumen, was da irgendwie untergebracht werden will. 100 Millionen, 1000 Millionen, in Anführungsstrichen eine Milliarde, ist vielleicht ein bisschen große Order, aber Fakt ist auf jeden Fall, da ist jetzt richtig Nachfrage gegeben. Und der kriegt einfach seine Finger nicht auf die Schlücke drauf und hofft jetzt im Großen und Ganzen, irgendwie, vielleicht kommt ja noch Pull-in. Ja, kurzer Drip drunter und dergleichen. Und desto länger der Handelstag voranschreitet, desto schwieriger wird es für den, für ein bestimmtes Zeitfenster entsprechend eben diese Position dann aufzubauen, wie ihm aufgetragen. Und irgendwann hat er keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, da muss ich in den sauren Apfel beißen und muss eben deutlich oberhalb von VWAP kaufen, der sich hier um 1160 darstellt, während der Markt eben schon bei 1180, also 20 Dollar höher nahezu, eben tatsächlich tradet. Und so ist dann zu erklären, wie in den Abend hinein, besonders so ab 20 Uhr, plötzlich, also das ist 14 Uhr aus amerikanischer Handelszeit, in der zweiten Hälfte des Handelstages, nach der Mittagspause, wo wir schon diese Drift höher zu sehen bekommen haben, wo dann plötzlich dieses Chasing herkam. Also das war nur bezogen auf gestern. Das heißt also, wo dann eben entsprechend hier plötzlich dieser Drive höher kam. Neben jetzt mal, das war jetzt der simple, sehr recht grob skizzierte Ablauf, der bei einem Execution-Only-Trader eben stattfindet, der einfach einen Auftrag hat, Aktien zu kaufen. Neben dann vielleicht auch zu dem entsprechenden Absicherungsgeschäften, die getätigt werden müssen, infolge des extrem hohen Volumens, was wir im Optionsbereich gesehen haben. Das will ich mal ganz kurz hier auch zeigen. Ich mache mal ganz kurz Twitter auf. Moment. So, da gibt es hier eine Seite oder beziehungsweise einen Twitter-Account, die heißt Market Rebellion. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Das sind so zwei
sehr, sehr angesagte Optionstrader, die auch bei CNBC häufiger mal entsprechend hier ihre Einschätzung eben tatsächlich geben. Und ich gucke mal kurz, 5 Stunden, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Bop, bop, bop. Hier, damit man nochmal eine Einschätzung bekommt. Was da im Optionsmarkt gestern abgegangen ist in Tesla. Da sind im Gegenwert von mehr als 6,1 Milliarden Optionen Tesla umgegangen. Die haben auch hier ein kurzes Verhältnis aufgestellt, glaube ich, wie, ich guck mal kurz, wie viele Calls und Puts da gekauft worden sind. Bop, 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 bop. Hier, 64% Calls. 64% Calls, 36% Puts, die da getradet worden sind. Und das einfach mal, um uns in Relation zu setzen. Also auch eine Apple beispielsweise wird da sehr aktiv getradet, auch vor dem Hintergrund, dass Apple beispielsweise gestern das erste Mal in seiner Geschichte und generell das erste Unternehmen aller Zeiten war, welches eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar eben umfasst hat. Aber wir gehen nochmal kurz hier zurück auf die Option, was hatten wir gerade hier? Moment. Nein, zu weit, zu weit. Also gestern in Relation ist das, was bei Tesla gelaufen ist, haben wir mehr als doppelt so viel Volumen im Optionsbereich gesehen, als wir hier, da, in Tesla-Optionen zu sehen bekommen, in Apple-Optionen zu sehen bekommen haben. 747 Millionen Gegenwert, das ist auch schon eine ziemliche Hausnummer in Bezug auf Apple, aber immer noch substanziell niedriger als das, was hier Tesla gestern an Volumen gesehen hat. Erinnern wir uns auch hier daran, das sind Optionen, das sind Derivate, die auf der realen Aktie aufbauen. Und wenn ich jetzt in diesem Umfang hier, wie wir das gerade gezeigt haben, tatsächlich übrigens hier nicht doppelt so viel, sondern 10-mal so viel fast, 6,1 Milliarden gegen 747 Millionen. Aber das sind reale Aktien, die dem unterliegen. Und jetzt musst du dir mal Folgendes vor Augen führen. Wenn du eine Option hast, dann hast du ein Recht darauf, die Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu erwerben. Und vor dem Hintergrund dieses Chasings, was da jetzt stattfindet, sind selbst sogenannte Out-of-the-Money-Calls, also das heißt Calls, die einen relativ hohen Ausübungspreis eben tatsächlich haben, in Gefahr, in Anführungsstrichen, dass diese früher oder später einen inneren Wert ausgeben und es dann in diesem Zusammenhang der Stillhalter angehalten ist, die Aktie zu dem jeweiligen Kurs tatsächlich zu verkaufen und dann entsprechende Absicherungsgeschäfte getätigt werden müssen, beziehungsweise die Aktie erstmal vorgehalten werden müsste. Das heißt, auch diese Stillhalter müssen die Aktie dann kaufen, um entsprechend eben gesetzt im Fall, dass eine Ausübung stattfindet, eben diese vorhalten zu können. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Chase, den wir hier zu sehen bekommen haben, der ist noch nicht potenziell zum Ende gekommen, tatsächlich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, besonders wenn es jetzt hier gelingt, dann auch in den gestrigen nachbörslichen Hochs, die wir hier ausgebildet haben, um 1210. Wenn es uns gelingt, dass wir uns oberhalb dieser Niveaus hier in der Lage sind zu stabilisieren, also wieder so ein Opening Drive sehen, der uns über diese Vor- oder dann im Falle der gestrigen Nachbörse über diese Niveaus eben treibt, dass wir dann erneut auf der Oberseite stärker performen können. Also dass wir so stark geschlossen haben, dass bis in den Abend hinein diese Nachfrage gegeben war, ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklung, ausgehend von den Delivery Numbers und auch der potenziell dadurch getriggerten institutionellen Nachfrage, keine große Überraschung und die sind weiterhin potenziell underweight. Also das heißt, die werden weiterhin entsprechend eben jetzt angehalten sein, Tesla in ihr Portfolio aufzunehmen und nachzufragen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, zwei Szenarien, die sich jetzt ergeben für Tesla. Erstes, Opening Drive direkt rüber. Wir sehen vom Opening weg sofort Nachfrage. Aktuell sehen wir so einen kleinen Pull-in. Vielleicht, vielleicht bekommen wir auch hier so einen kleinen Flush nochmal auf der Unterseite zu sehen. In dem Zusammenhang wäre es dann so, dann würde ich um 1170 erste Nachfrage erwarten. Also das heißt, an der Stelle entweder Opening Drive über 210 halten. Ich zeichne das mal ganz kurz ein. So. Machen wir das mit Rot. Also, Szenario 1. Ich möchte erst sehen, dass wir über diese Niveaus laufen, uns oberhalb halten und wenn wir die 210 halten können, dann wäre ich gegen diesen Bereich Long mit Ziel Allzeithoch. Das ist der Bereich um 1240. Oder zweites Szenario, Flush hier zur Eröffnung. Das würde mich dahingehend überraschen, weil es implizieren würde, dass wir hier Gewinnmitnahmen sehen würden. Die würde allerdings eher getriggert werden durch wahrscheinlich Retail-Momentum. Das heißt also, das wäre verhältnismäßig
Ja, dünn müsste man vielleicht abwarten. Aber zumindest mal wäre das eher ein Gewinnmitnahme von kurzfristig orientierten Tradern, die uns vielleicht um 1170 nochmal führen könnten. Diese dann gelbfarbene Linie hier oder so orangefarbene Linie, das ist der sogenannte Two-Day-Rewop. Der Two-Day-Rewop, das ist der für die letzten 2 Tage, also das Volumen, was gestern hier gehandelt worden ist. Deswegen flacht die auch derart aus, weil das eben der gestrige durchschnittlich gezahlte Preis ausgehend vom Volumen seitens des Marktes war und in Verbindung mit dem jetzt vorbörslich sehr, sehr dünnen Handel. Deswegen passiert da nicht besonders viel. Und sollten wir zur Eröffnung diesen Flush zu sehen bekommen, dann ist es bei diesen Two-Day oder Second-Day-Plays relativ häufig so, dass wir einen Flush zu sehen bekommen, der uns dann allerdings fast punktgenau auf diesen Two-Day-Rewop aufsetzen lässt und dann von dort wieder aufdrehen lässt. Also das heißt, das wäre so ein zweites Szenario, was natürlich CRV-technisch unglaublich attraktiv wäre, weil wenn wir solch einen Flush sehen gegen die 1170, dann wäre in dem Fall Tesla gegen diesen Bereich super attraktiv long. Wir wüssten auch relativ zügig, wann wir falsch sind. Also wir müssen uns mal vor Augen führen, das ist eine Aktie, die hat eine ATR von über 50 Dollar. Also für die letzten 22 Handelstage hat die eine durchschnittliche Schwankungsbreite von über 50 Dollar pro Tag alleine. Und da kommst du. Selbst wenn du mit einem 20% ATR-Stop zum Beispiel arbeitest, mit einem Risiko von 10 Dollar gerade so rein, möchte man jetzt mal sehr plump formulieren. In dem Moment, wo du solch einen Flush siehst, aber ein Halten der 1170, 172, 173, weißt du eigentlich, dass du bei einem Drop und Halten unter 1170 relativ. Also dann weißt du, du bist falsch. Also offensichtlich ist diese These, ich denke, die hat ihre, die ist legitim und die ist in sich stimmig und ich bin bereit, dafür auch entsprechend ins Risiko zu gehen, weil ich davon ausgehe, dass ich hier eine extrem gute Chance habe, dass es früher oder später zu diesem Run in Richtung der Allzeithochs kommt, um 1240, sogar einen Push höher. Wir haben gestern gesehen, wenn so ein Chasing dann wirklich einsetzt, dann kann ich das über den gesamten Handelstag tragen und wir können fast 100 Punkte eben tatsächlich machen, an der Stelle, also 100 US-Dollar. Also zweifache ATR. Nichtsdestotrotz, ich weiß bei Drop unter die 1,70, dass ich falsch bin. Also ich riskiere dann in dem Fall gegen dieses Level. Und ja, habe eben zwei Szenarien, wo dann jetzt die Details abhängig vom jeweiligen Risikoprofil des Traders, also du, der jetzt hier zuhört, eben dann oder abgestimmt werden können. Also zu sagen, okay, ich bin bereit, so und so viele Euro, US-Dollar, was auch immer, zu riskieren. Das sind die Level, gegen die ich riskiere. Das sind die Level, gegen die ich dann die Position aufbauen würde, beispielsweise, gegen die ich meine Level oder beziehungsweise meine Limite in den Markt eben tatsächlich lege. Und erstes Szenario, wie gesagt, Flush-Szenario. Zweites Szenario, Open Drive, was mega stark wäre nach dem gestrigen Lauf, aber auch nochmal die These deutlich unterstreichen würde. Und in beiden Fällen wäre es so, dass ich das Ziel um 1240 hätte. Szenario 2 müsste man vielleicht mal abwarten. Also dieses Flush-Szenario müsste man abwarten, ob das wirklich heute der Fall wäre oder ob wir nicht eine Position aufbauen, wo wir dann um den Kern herum traden. Also das heißt, wir hätten zum Beispiel eine Position, die wir intraday managen, zum Beispiel Flush gegen die 1170, Rücksetzer gegen. Dann vielleicht, weiß ich nicht, 1200 zunächst, vielleicht 1210, damit das mein erster Gewinnmitnahme auf den Weg bringt und dann aber einen Teil der Position plant zu swingen, also das heißt für die nächsten Handelstage zu halten. Alles allerdings mit der Intention, dass es da früher oder später eben entsprechende eine Markierung neuer Allzeithochs eben tatsächlich gibt. Ich stelle gerade übrigens fest, ich habe die Tesla hier gar nicht aufgemacht. Moment mal. So. Also, da kann man es hier, glaube ich, relativ gut erkennen. Ja, und also Break höher an der Stelle aktiviert potenziell nächste Kursziele 1300, 1400, 1500 Dollar. Also, das heißt, mit Markierung neuer Allzeithochs wäre hier nochmal eine Beschleunigung dieses Chasings eben zu erwarten, die dann weiteres bullisches Momentum eben trägt. Nun ist die Sache allerdings so: Es ist eine relativ schwere Aktie natürlich. Wir haben hier 1000, hier seht ihr übrigens die News, Tech Firm, also Apple hits 3 Trillion Market Cap. Also, das heißt, auch hier gestern mit der Markierung neuer Allzeithochs da. Und vor dem potenziellen Breakout haben wir jetzt die 3-Billionen-Grenze überschritten. Nichtsdestotrotz, in Bezug jetzt auf Tesla, das ist der derzeit sehr heiße Bereich einfach, Electric Vehicles. Den NIO vielleicht ein bisschen attraktiver, weil ein bisschen leichter und ein bisschen weniger spready in Anführungsstrichen, beziehungsweise liquider und an der Stelle nicht so sprunghaft. Das hat der gestrige Handelsverlauf relativ gut auch gezeigt. Und hier kann man auch erkennen, also dieser Schluss gestern, der war eigentlich verhältnismäßig stark. Ja, das war nicht ohne. Also im Vergleich natürlich zu Tesla sah das jetzt nicht so attraktiv aus, aber nichtsdestotrotz, Tesla könnte da so im Windschatten einer Tesla-Aktie durchaus in der Lage sein, sich hier dann weiter
bullisch auch zu präsentieren, beziehungsweise im Windschatten eben sich hier so ein bisschen mitziehen zu lassen. Wir haben nach einem Drop unter dieses Level hier bei und 31, vielleicht 32 Dollar in den letzten Jahresschluss hinein, durch die ganzen Umwälzungen, die wir in China zu sehen bekommen, Turbulenzen dort, Spekulationen, dass es zu Delistings kommt, zum Beispiel von Didi an der Stelle. Auch NIO ist ein chinesischer ADR. Das bedeutet also, auch NIO kann sich trotz des übergeordnet bullischen Bildes für Electric Vehicles hier an der Stelle aber nur bedingt dieser Sorge eben entziehen. Hat sich allerdings jetzt, wie gesagt, oberhalb von 32 halten können, den Bereich stabilisieren können. Wie gesagt, gestern dieser Flashout-Moment. Und da würde ich sagen tatsächlich, da ist der Bereich 33, der scheint mir ganz interessant zu sein. Also Stichwort Flash-Szenario, 1170 in Tesla. Es könnte durchaus sein, dass wir gegen diesen Bereich eben kurz anlaufen, so reinflaschen in die Eröffnung, dass wir den dann aber halten, so ähnlich wie wir das gestern zu sehen bekommen haben, und dass wir dann auch weiteres bullisches Momentum aufnehmen. Also auch da sieht man, dass das CRV sehr, sehr attraktiv sein kann. Also ein Vorstoßen bis in Gefilde um 35, 50, 36 scheint da durchaus realistisch zu sein. Die Aktie hat eine ATR von etwa 2,20 Dollar. Also du kommst mit einem Risk 20% ATR im Bereich um 40, 50 Cent, kommst du in den Trade rein. Wenn du auf der Oberseite dann auf 2,50 Dollar gehst, dann hast du ein CRV auch hier von 4, 5 zu 1 ungefähr in diesem Bereich. Also das kann ebenfalls hochattraktiv sein und den Vorteil, dass es nicht ganz so volatil und scharf ausschlagend hier in Anführungsstrichen zu besonders zur Eröffnung eben abgeht, wie beispielsweise in der Tesla. Also NIO ist da an der Stelle ebenfalls, ich nenne es mal ein Tesla Second Day Sympathy Play vielleicht, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Scheint mir durchaus attraktiv zu sein, vorausgesetzt eben, wie gesagt, die 33 kann gehalten werden. Das ist dann die Region auch um diese Hochs hier, das ist diese Region um die Hochs, die wir dort in den letzten Jahresschluss hinein markiert haben, die wir jetzt haben, auch auf Schlusskursbasis halten können. Also das kann man durchaus als bullischen Breakout hier an der Stelle, kann man das durchaus im Hinterkopf behalten. Also, NIO, Tesla, heute die potenziellen Kandidaten. Wie gesagt, ich werde die Gameplans hier entsprechend wieder einstellen, ja? Wobei der Gameplan für NIO sehr, sehr ähnlich zu dem von gestern sein wird. Und ja, schaut gerne vorbei. Wie gesagt, schaut gerne in die Discord-Community. Ich gehe mal davon aus, heute so 13:45, 14 Uhr werde ich da schon die ersten Zeilen eben tatsächlich eingetippt haben. Jetzt haben wir viel zu Equities erzählt. Wir wollen natürlich einen kurzen Blick werfen, einmal hier auf das global makroökonomische Bild und einen Blick werfen auf Gold. Gestern erstaunlich scharfer Push auf der Unterseite, hauptsächlich getragen meiner Einschätzung nach durch die US-Dollar-Stärke. Wir können gleich nochmal kurz auf den Euro-US-Dollar blicken. Da haben wir möglichen Treiber. Zins war es jetzt meiner Einschätzung nach weniger, der da eine Rolle gespielt hat. Wir können mal kurz einen Blick drauf werfen. Da habe ich gestern gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich hab nur den US-Dollar gesehen, der stärker performt hat. Wo haben wir denn hier? Na, obwohl. 1,6%. Ja, doch. Könnte auch durchaus ein Zinspush gewesen sein. Inflationssorgen und dergleichen, die da eine Rolle gespielt haben. Also eins haben wir definitiv sehen können, besonders die Growth-Titel, die sich haben dem entziehen können. Das hat nicht jetzt negativ sich auf Equities ausgewirkt. Das ist auch mit der Grund, weswegen ich da jetzt gar nicht so drauf geschaut hätte oder habe an dieser Stelle. Aber ja, unterm Strich bleibt auf jeden Fall Push auf der Oberseite in Zinsen. US-Dollar hat profitiert, Gold hat entsprechend eben Abgabedruck gesehen und erneut einen relativ heftigen Abprall an diesem roten Rechteck, so wie ich es hier eingezeichnet habe. Das ist diese Region, die ich gestern im Morning Meeting zum Thema machte, um 830, 835, die wir ja gebrochen gesehen haben, infolge der Inflationszahlen damals im November war es. Und in Anführungsstrichen noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben einen heftigeren Abprall zu sehen bekommen, konnten aber bis jetzt jedenfalls uns oberhalb von 1800 US-Dollar halten. Wir haben eine Attacke gesehen, aber wir konnten uns oberhalb eben präsentieren. Schauen wir mal, ob da weiteres Abwärtsmomentum eben hier jetzt folgt. Wäre zu erwarten, wenn wir unter 1800 droppen. Gestern hatte der, ich will das auch mal ganz kurz hier zeigen, will ich mich gar nicht mit meinem Chart auseinandersetzen, sondern will den hier einmal, zack, hier aus der Discord-Community zeigen. Also möglicherweise auch eine Umkehrformation, die sich herauskristallisiert. Ja? Also fallende Hochs sind definitiv ausmachbar. Und der Break, der kam just in dem Moment, als der Screenshot hier stattgefunden hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen hier ein bärisches Momentum,
Anzuvisierendes Kursziel an der Stelle lag zunächst, glaube ich, im Bereich um etwa 1805, 800, 805 so. Also das war tatsächlich sogar eine, wie soll man sagen, Projektion. Ja, eine Projektion, einfach ein potenziell projiziertes Kursziel auf der Unterseite, was man hier hat anvisieren können. Was jetzt interessant bleiben wird mit Sicherheit ist, ob wir, wie gesagt, uns oberhalb von 1800 halten können oder nicht. Alles in allem bin eigentlich eher weiterhin für Gold positiv vor dem Hintergrund der bullischen Saisonalität, in der wir uns wiederfinden, die aber natürlich auch abhängig jetzt ist von der Erwartungshaltung in Bezug auf Inflationsdruck beziehungsweise eben in dem Zusammenhang anziehende Zinsen. Und da spielen dann die heutigen News, die über den Ticker laufen werden, um 16 Uhr schon eine durchaus gewichtige Rolle. Wir haben einmal die JOLTS, die hatten wir gestern schon zum Thema gemacht. Mal schauen. Also ich bin da so ein bisschen reserviert, einfach im Zusammenhang eben mit den jüngst recht verhaltenen Reaktionen auf diese Zahlen. Also alles in allem kann man sagen, naja, Job Vacancies, also das sind die geschaffenen Stellen, die es zu besetzen gilt. Das könnte man natürlich sagen, naja, wenn die derart auf diesen Niveaus angestiegen sind und sich auf diesen Rekordhochs stabilisieren, sind Menschen offensichtlich nicht willens, diese Jobs zu besetzen, weil beispielsweise die Gehälter, die ihnen dort gezahlt werden, nicht attraktiv genug sind. Hat allerdings dann zur Folge, dass früher oder später sich die Unternehmen genötigt sehen dürften, zu sagen, okay, dann zahlen wir einfach mehr Gehalt. Das wiederum bedeutet allerdings, dass die Gewinnmarge entsprechend sich reduziert, also ausgehend von den verkauften Dienstleistungen, Produkten, was auch immer, bedeutet, um die Gewinnmarge auf einem hohen Niveau zu halten oder auf dem aktuellen Niveau eben tatsächlich zu halten, wären die Preise anzuheben. Neben dem Umstand, dass man, wenn man mehr Gehälter zahlt, natürlich auch den Leuten mehr Geld zur Verfügung stellt, mit denen sie dann in der Lage sind zu konsumieren, was wiederum dazu führt, dass auch das zum Inflationsdruck in anderen Bereichen beiträgt. Das bedeutet also etwas anders. Wenn diese Zahlen hier weiter sich in diesen Gefilden eben stabilisieren, ist das potenziell eher inflationstreibend, sollte an der Stelle eben berücksichtigt werden. Bedeutet aber natürlich auch umgekehrt, wenn die Zahl jetzt deutlich unter der Eröffnung, unter der Erwartung veröffentlicht wird, ich guck mal kurz. Oh, das war spannend. Steht da keine Erwartung? Forecast? Ja, also das ist hier so der Forecast. Das ist in Richtung Median. Das ist natürlich eine rein statistische Herangehensweise. Aber dass man eher davon ausgeht, dass diese Jobvakanzen eher früher oder später abgetragen werden und sich in Richtung Median eben zurückbewegen. Sollte sich das bereits heute bereits zeigen, wäre das eventuell ein bisschen inflationsdeckelnd oder Spekulationen in Bezug auf anziehende Inflation eher Druck erzeugend, was dann dazu beitragen dürfte, dass dieser gestrige bullische Push in Zinsen auf der Oberseite eher wieder abverkauft wird, was positiv für Gold wäre. Parallel dazu haben wir die ISM-Zahlen, die heute veröffentlicht werden. Manufacturing, also zum verarbeitenden Gewerbe, Einkaufsmanager-Indizes, wird erwartet um 60,1. Sollten wir unterhalb von 60 veröffentlicht werden, wäre das auch eher in Verbindung mit zeitgleich vielleicht dann in Job-Vacancies vielleicht eher so die Überlegung befeuernd, dass wir uns in mindestens konjunkturell stagnierendes Umfeld bewegen. Ich will nicht sagen stagflationär, aber zumindest mal, dass das ebenfalls beginnt, eine Rolle zu spielen, eher Zinsen unter Druck bringt und infolgedessen Gold sich gegen die 1800 abstößt. Alternativszenario, zweites Szenario, beide Zahlen schießen durch die Decke. ISM zeigt deutlich starkes Momentum, Job Vacancies auf der Oberseite, inflationstreibend, Zinsen weiter beschleunigend, eher für Gold negativ und somit der Drop unter die 1800. Das sind die zwei Szenarien. Ich will mich nicht festlegen, in welche Richtung es geht. Gefühlt eher in Richtung Gold Long, aber da bin ich flexibel. Also, wenn der Markt mir dann anderes Feedback gibt, also nicht nur auf die Zahlen, die veröffentlicht werden, sondern die Zahlen vielleicht günstig veröffentlicht werden, aber Gold dadurch nicht sich negativ betroffen sieht, sondern eher Long, wäre ich nochmal be bestätigt in meinem Long Bias, während ich bei schwachen Zahlen, die zeitgleich aber auch Gold unter Druck bringen würden und unter die 1800 rutschen lassen, sagen würde, das ist ein ganz schwaches Signal, was Gold hier liefert. Aber wie gesagt, harren wir die Dinge, die da kommt. Aktuell, wie gesagt, lehne ich mich da nicht aus dem Fenster, gefühlt eher in Richtung schwache Zahlen, aber die Reaktion in Gold, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen erstmal abwarten. Mit der Dinge harren, die da kommen. Ganz kurz hier der Blick einmal auf den Euro. Hier erst dann insgesamt weiter. Ganz klar choppy. Es ist eine relativ schwache Performance. Das bleibt beim Euro definitiv der Fall. Möchte ich nicht long sein. Wir haben eigentlich jetzt ein saisonal günstiges Fenster, in dem sich der Euro besonders zum US-Dollar bewegt.
Das Gold davon, Entschuldigung, nicht Gold, Euro, der Euro davon überhaupt nicht in der Lage ist zu profitieren. Das ist kein positives Signal, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass wir eher früher als später damit rechnen sollten, dass wir wieder mindestens Richtung der 1,12 bzw. eher deutlich darunter droppen und dass wir dann in Richtung vielleicht auch der 1,10er Region uns beginnen aufzumachen. Gilt ganz besonders auch vor dem Hintergrund eben ja, sich vielleicht auch jetzt aus politischer Perspektive abzeichnenden negativen Szenarien, die für den Pro-Euro arm sich abzeichnen. Stichwort Wahlen in Frankreich, die steht zwar erst in 3 Monaten im April an, aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Emmanuel Macron einiges an Gegenwind eben erfahren wird. Ich habe ganz interessanterweise, da müsste ich mal schauen, ehrlich gesagt, solche Entwicklungen, wie wir sie jetzt zum Beispiel in den Niederlanden zu sehen gekriegt haben oder auch wie wir sie hier zusammen zu sehen bekommen, also teilweise verstörend, mit welcher Vehemenz, möchte ich es mal formulieren, ob jetzt gerechtfertigt oder nicht, da muss man die Gesamtsituation sicherlich sehen, wobei ich das auch schwierig finde. Ehrlich gesagt, dann irgendwelche, ich nenne sie mal Polizeiübergriffe oder übermäßige Aggressivität ist nicht das richtige Wort. Gewalt, weiß ich nicht, ist so negativ konnotiert. Aber ich denke, die Situation ist entspannbarer. So will ich es mal sagen. Also ich glaube, man kann dort sicherlich auch in den Diskurs gehen und man muss nicht irgendwie Demonstranten irgendwie niederknüppeln oder sonst dergleichen. Das ist für mich ein absolutes Unding. Wahrscheinlich deswegen ein Unding, weil ich in der Form so etwas zumindest mal mir in einer Demokratie nicht vorstellen kann, beziehungsweise in unseren Gefilden, seitdem ich jedenfalls auf der Welt bin, in der Form nie wirklich so wahrgenommen habe. Also solch eine, wie gesagt, Vehemenz gegen Demonstranten, die auch durchaus soliden Punkte haben, wofür sie dort einstehen. So jedenfalls das Übergeordnete. Also, dass da sicherlich auch irgendwelche Knallköpfe bei sind, das steht, glaube ich, außer Frage, aber die sind, glaube ich, auf allen Demos, egal wofür oder wogegen sie demonstrieren. Aber gut, also Fakt ist auf jeden Fall, ich habe so das Gefühl, dass diese Vehemenz, die sich zum Beispiel in Frankreich nicht zeigt. Ich müsste jetzt mal schauen. Ich weiß, dass es dort Demonstrationen gibt. Ich gehe davon aus, das wird auch der eine oder andere hier bestätigen können. Aber diese Brutalität oder beziehungsweise diese Staatsgewalt durchsetzen, das hat irgendwie, sieht moderater aus, jedenfalls die Bilder, die man gesehen hat. Hat eventuell damit zu tun, dass da eine Wahl ansteht und dass das vielleicht dann auch seitens des politischen Establishments als nicht ganz so günstig erachtet wird, wenn man da jetzt vielleicht noch Öl ins Feuer gießt, was natürlich dann durchaus auch die Möglichkeit zuließe zu argumentieren, dass man vielleicht hier seitens dann Emmanuel Macrons die Sorge sieht, dass eventuell besonders der rechtskonservative Flügel rund um Marine Le Pen eventuell einen Zulauf sieht, der ihm sehr gefährlich werden könnte im Blick auf eine Wiederwahl, was wiederum zur eher Abgabedruck im Euro dann aus der politischen Warte eben beitragen könnte und den Euro eher deutlicher unter die 1,10er-Region rutschen ließen. Ja, das vielleicht noch im Hinblick auf den Euro-US-Dollar. Wie gesagt, aber attraktiv zu traden ist das vor dem Hintergrund dieser Struktur hier definitiv nicht. Auch Gold nicht sonderlich attraktiv. Wir sind aktuell froh, dass wir eine Tesla, dass wir eine NIO haben und wir sind auch froh, dass der DAX jetzt tatsächlich, schau einer, guck, dass der über 16.100 derzeit strebt. Also bis jetzt noch nicht. Ich gucke mal ganz kurz. Nee, das habe ich gerade ausgenommen gehabt. Bis jetzt ist hier noch kein deutliches Halten erkennbar. Aber ich sag mal, sollten wir jetzt oberhalb von 16.120 ungefähr uns 20, 30 Minuten eventuell, wenn auch dann das Umfeld, also zeitlich, das relativ schwierig wird, weil wir dann in die Mittagszeit laufen, aber sollten wir uns in der Lage sein, oberhalb zu stabilisieren. Ist das eher dieses bullisch konsolidierende Szenario, welches eher weitere Aufschläge dann in den kommenden Stunden bzw. in den kommenden Tagen wahrscheinlich werden lässt? Ja, so, soweit also die Einschätzung. Ich gucke mal ganz kurz. Einen Moment. Oh, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt an die Impfquote knüpfen würde. Annelies schreibt gerade, in Frankreich liegt die Impfquote bei 81%. Macht für mich den Eindruck, als ob das auch in der Bevölkerung ein paar weniger Spaziergänger gibt. Ich glaube, dass
die Demonstration, also die Bilder, die ich da letztes Jahr, also im letzten Quartal gesehen habe, ich weiß nicht, wann das jetzt war, im September, Oktober, dass die aber hauptsächlich aus dem Gesundheitswesen auch kamen und dann sich sehr, sehr viel Solidarität mit denen gezeigt hat. Ich kann mich irren, also, aber ich glaube, da war was. Vielleicht verwechsle ich das auch mit Italien, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass ich da unbedingt eine Korrelation mit der Impfquote herstellen wollen würde. Aber sei es auch drum, also das ist so ein einfach so eine Überlegung, die man daraus durchaus mal ziehen könnte. Wie gesagt, ich bin, ja, das hat jetzt nicht viel mit Trading zu tun, aber ich bin ein bisschen verstört, ehrlich gesagt. Also als ich das gesehen habe aus den Niederlanden, auch deswegen, weil von meinem besten Freund die Tochter da studiert, jetzt nicht in Amsterdam, aber nichtsdestotrotz in den Niederlanden, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl. Und das ist irgendwie, naja, also verstörend ist vielleicht das richtige Wort in dem Zusammenhang. Und du fängst dann an, natürlich jetzt mit Ausblick auf die Wahl, die in Frankreich ansteht, die schon die Frage zu stellen, wie es denn in anderen Mitgliedstaaten aussieht. Und dann stellst du plötzlich fest, in Frankreich sieht das potenziell eher anders aus. Aber nochmal, ich bin jetzt nicht up to date. Also das sind Bilder, die sind ein bisschen länger her. Aber das wäre vielleicht mal ganz interessant, das zu beobachten, ob es da eine ähnliche Entwicklung gibt. Wie gesagt, da könnte man zwischen den Zeilen ja durchaus dann, man sollte es nicht überinterpretieren, aber dennoch vielleicht irgendwie eine Idee bekommen, ob man sich da in irgendeiner Form vielleicht zurückhält, um da nicht irgendwie die politische Stabilität in Anführungsstrichen zu gefährden, ja, im Hinblick auf die anstehende Wahl. Soweit meinerseits. Also, ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können für euer Trading, für den heutigen Handelstag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns morgen wieder zum Morning Meeting 10:30 Uhr gemeinsam mit Markets. Dann am Mittwoch. Ja, es ist Mittwoch schon bereits. Am Mittwoch, den 5. Januar. Und also, soweit meinerseits. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.